Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf meinem Kanal. Ich schalte mich mal eben dazu. Hallo Freunde, ich bin mal wieder oben rechts in der Ecke, wie immer. Und ja, ich habe ein neues Spiel bekommen. Und zwar wurde mir von Excalibur Games freundlicherweise zur Verfügung gestellt Shopkeep 2. Aber ich werde das nicht alleine spielen. Das Ding hat nämlich einen Koop-Modus und man kann das mit Leuten zusammenspielen. Bis zu 4 Spielern. Ich habe dann noch dabei die Pummelrunde, die Pseudonyma und der Hisho und den Schutzfuchs, den er ja schon aus einigen anderen Uncut Freak Meets Friends kennt oder aus dem Livestream. Und ja, wir haben uns gedacht, wir zocken das Spiel einfach mal an und ja. Nochmal vielen, vielen Dank an Excalibur Games für den Key. Was ist das Spiel? Das Spiel ist so eine Ähnlichkeit wie Alchemie Garden, was wir schon mal angezockt haben. Und es funktioniert ganz gut. Ich habe mir mittlerweile schon einen Charakter erstellt, der sieht so aus. Kann man hier machen. Ich habe das leider nicht mit aufgenommen, weil das war mir zu stressig. Und wir machen jetzt das Tutorial. Das Spiel gibt es leider aktuell nur in Englisch. Von daher muss ich ein bisschen mich da durchwurschteln. Das Spiel kostet aktuell 8,19 € bei Steam. Gibt es auch in der Deluxe Edition. Da ist dann nochmal das digitale Artbook und das Soundtrack dabei. Ich finde den Soundtrack bis jetzt sehr cool. Aber ich muss gucken, ob wir nicht vielleicht gleich noch a new land, a new shop, die a new town. Kamera verschieben müssen. A new customer base for us to tend to. Die anderen spielen auf jeden Fall parallel gerade auch noch das Tutorial, damit wir dann gleich im Multiplayer zocken können. Making sure customers are happy, that is all in a day's work. But only tending to the shop will not make you successful. So. A good shopkeeper will go out of his way to get the best and rarest items to sell. Even if it means taking up arms and adventuring outside the confines of the town. Welcome, shopkeeper. Let's begin your journey towards fortune and fame. This is Shopkeep 2. Wir müssen auf jeden Fall die Dings verschieben. In die Kamera. Das und das. Wir machen mal eine Live-Verschiebung. Ich hoffe, das geht hier. Ansonsten muss ich es woanders packen. Gut. No strange request, but could you please look at feats? Ja, bin ich doch. Wer bist du? Das ist Billy. Okay. Ihr könnt ziemlich schnell laufen. Ich bin nicht nackt eigentlich, nicht, ich bin angezogen. Let's see your legs. Achso. Use AWSD and work around. Pick up the pants. Ja, wo mache ich das denn? Ah, mit E. Okay. Danke. First you go and want equipped clothes. This inventory drill. Ah, ich bin doch nackig. Hab aber Handschuhe an. Wie mache ich das? Ah, so. Eine schwarze Hose, das geht nicht. Der ist geschlossen. Boom. Ich hab einen Besen. Wo? Ich hab einen Besen gekriegt. All of the shop display have been destroyed. Take his broom and equip and use. Wie mache ich das denn? Wie kann ich den equippen? 3 drücken oder was? Hallo. Das. Achso, da ist der. Da ist der Besen. Equip Item. Zack. Gut. Jetzt muss ich hier fegen, oder was? That's right. Hold the broom. This is click to swap the parts during.
Aber ist ja nichts dreckig. Und doch hier. Okay, das ist das Fadenkreuz. Man darf sich nicht irritieren lassen. So, jetzt sollen wir, was ist hier? Jetzt sollen wir das. Excellent! Shop, Shop, Changing, Shop. Geht das auf? Hallo? Wir kriegen die Tür auf. Ach, einfach gegenlaufen, okay. So, Right. Alright, we are going to replace when destroyed. The future outside of the shop and buy some items from the world. Ja. Wir müssen jetzt Sachen von der Welt kaufen. Excellent! A new item picked automatically fill hot bar slots. Of course, you can open up the inventory and drag the item from the hot bar. Okay. Warte mal, from the hot bar. By no place if the shop use. Kann ich das irgendwo platzieren? Ah, ich kann das irgendwo. Ah, okay, pass auf. Wir stellen das. Nee. Stellen, wo es grün wird. Wir müssen das irgendwo hier in den Bereich stellen. So gedrückt haben. Zack. Great. Lux. Hey! Sorry for your new equipment future check now. Equip the hammer. Und wollen wir das mal reparieren, du Blödmann. A bottle. The delivery we're waiting for in the management house. Go and get it, come back. Wo ist das Management House? Was ist das hier? New order. A water bottle. The delivery will waiting for you in the management house. Go and get it and come back. Once item are order at timer will count. Wo ist ein Timer? Don't chest will pick up the grand house item. Ja, aber wo soll das denn sein? Wo ist denn das Management House? Das ist ein Shop. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Gut. Wie mache ich das mit dem Item? Das verstehe ich nicht. Ah, das wird die Bank sein, glaube ich. Ja, aber wo, verstehe ich nicht. Ach, ich habe mich auf Order geklickt. So. Wo finden wir das jetzt? Ah. Order chest arrive in 6 seconds. So, wo ist das Management House? Hm.
Lieferung. Ah, hier ist sie. Okay, verstehe. So, you see if the bottle you can place down pedestal now. Genau. Jetzt muss ich es auf Open stellen. Oh dear, we need your text reselling items. You pay a text to one world printer, bla bla bla. Upgrades the town. Meine Fresse, ist das anstrengend. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Oh geil, dass man diese Dinger nicht verziehen kann. Oh dear, you need to pay your taxes. When selling item, you will have to pay. But don't worry. To pay tax, we use upgrade the town. Let's pay them. The management house opens the door again. Ich hab doch jetzt gerade schon bezahlt. Okay. Ah ja, das zeigt er mir an. Alles klar. Gut, habe ich es doch richtig verstanden. Kyoso. Oh. So. Congratulations and welcome to your first day in the shopkeeper. You have tutorial complete. Congratulations, you have completed the tutorial. You will plop it back into the main menu from where you can. Bla bla bla. So, dann sage ich mal. Vielen, vielen Dank und wir hören gleich die anderen und sehen uns nach einem kurzen Cut. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück, wie eben gerade schon angekündigt, mit der Pseudonyma und dem Hisho von der Pummelrunde. Ja. Der Schutzfuchs ist leider nicht dabei, weil dieses Scheißspiel nur irgendwie drei Leute zulässt. Keine Ahnung. Ja, wir konnten nur mal maximal drei Leute einladen und der vierte, der hing dann ewig und drei Tage lang in einer Warteschleife. Ja, und deswegen nur zu dritt, also die Pseudonyme und der Uncut Freak. Weasleys? Wizard Weasleys? Ja. Ja gut, okay. Das hat sich also der Schutzfuchs gewünscht, haben wir es gemacht. Ja, das ist so sein. Wisst ihr, was ich toll finde? Wir können einfach durch rumlaufen, kriegst du Skill-Fertigkeiten in Rennen. Wie echt? Woo, ja, Sprinting is a skill. You can unlock skills in your global scroll. Ich hab's auch gekriegt. Also, du musst Q drücken und dann kannst du, wenn man es genau nimmt, sind wir ja schon 16 Minuten fast dabei oder länger, ne? Um rauszufinden, wie das hier geht. Irgendwie schon. So, okay, also, das ist unser Laden, wie man ja im Tutorial gesehen hat, ne? Genau, können wir reingehen? Nee. Bin ja noch schneller. Das ist nicht unser Laden. Nein, du bist in der Bank. Das da ist unser Laden. Hä, wo bin ich denn? Ich bin ja nur einmal hin und her gerannt und hab mich schon verlaufen. Da ist die Pseudonyme. Wo bin ich? Da bin ich. Aber der hat ja gar keinen Namen, der Laden. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Bank seltsamerweise den Ladennamen trägt. Ja, keine Ahnung. Na gut. So, wie viel Geld haben wir denn insgesamt? Weißt du, was du meinst? 300. Weiß ich, aber ich habe hier schon was zum Verkaufen. Ich auch. Ich auch. Ich hätte so einen scheiß Hut. Ich auch. Wo ist denn jetzt hier der Verkäufer, der die Tische verkauft? Der war im Tutorial hier. Ja, jetzt müssen wir den wohl suchen. Vielleicht müssen wir das auch Wollen selber bauen. Tisch? Das ist Tammy Taylor. Ja, eventuell. Oh, was ist das denn? Attention, Townspeople. Oh, wer muss 1200 Taxes bezahlt haben, um einen Alchemieladen zu kriegen? Warte, wir haben doch hier rechts Quests. Oh, Entschuldigung. Ja. Was? Wir haben doch hier Quests. Hier ist doch Faser Eduard. Der gibt uns Quests. Ach, der Faser Eduard. Der werter Vater Eduard. Nee, Vater ist das eigentlich. Pater, ne? Bei der Katholike. Entschuldigung. Da steht Faser. Der Pater.
Ei, soll ich mal mit dem Pader da sprechen? Mach mal. Ja, lass uns mal mit dem reden. Let your soul be blessed, sei dein Seel geseligt und so. So, was sagen wir denn dann? Quests. Under the table gibt's hier ein Quest. Wir sollen versuchen, einige Sachen zu verkaufen, cross-selling items to some customers while interacting with them. Also wir sollen Leuten was verkaufen, während wir mit ihnen sprechen. Mach ich nicht. Ich will nicht mit den Leuten reden. So, Ethereals. Das sind lang vergessene, zumindest dachte man, sie wären's. Und die haben Dinge geändert, die Ätheralen da, ne? Wovon redest du? Ja, wenn du mit dem sprichst, Dialog, und dann kannst du Etherals anklicken und dann labert er dich zu. So, also das gibt irgendwelche uralte Viecher, die haben einiges geändert und einige Leute haben die verehrt. Sehr schön. Info. Ja, ist genug Informationen. Es gibt hier ein Minigame. Ihr könnt durch Mülleimer wühlen. Ich habe es eben versaut. Ich suche ja schon die Mülleimer. Man muss irgendwie mit der Maus dann in der Mitte dann... Das ist ja geil. Da kriegst du Geld für. Für was? Wenn du durch die Mülleimer wühlst. Ja. Also du musst auf jeden Fall den Sprint-Skill machen. Den habe ich gerade gemacht. Und du kannst dann, wenn du auf J drückst, kannst du deine Dings hier anloggen und kriegst dafür XP. Was ist das? Du kriegst übrigens fürs Springen auch XP. Ja, drück mal J. Okay. Juhu, jetzt kann ich sprinten. Bin ich schnell. Aber eigentlich will ich... ich habe ihn gefunden. Furniture Vendor. Wo ist er denn? Der ist da, wo diese Potion ist, wo der Alchemist ist. Nach rechts. Also an dem großen Tor. Attention, Townspeople. Da müsst ihr nach rechts laufen. Also wenn ihr direkt vor dem Tor steht. Ach, da hinten springt sie rum. Wir sehen die schon. Guck mal, der hat hier Tische. Ich kauf mal einen Tisch, ne? Oder drei Tische? Vier Tische? Wir können auch gleich direkt einen großen Tisch kaufen. Was kostet der? Der kostet 78. Aber was ist der Unterschied? Ach, auf dem großen Tisch kann man nichts draufstellen. Hä? Ich kauf mal einen Tisch. Habt ihr jetzt auch Geld abgezogen bekommen? Ich habe einen Tisch gekauft. Du hast einen großen Tisch gekauft? Mm-mm. Ich habe auch einen Tisch gekauft. Okay, was ist das hier? Oh, ein Corner Shelf. Ja, kack die Wand an, was kostet die Welt? So. Ja, also dieses wunderbare Spiel, dieses wunderbare... Wo ist mein Hut? Hast du den nicht irgendwie in unserem Laden auf den Boden geworfen? Tja, ich habe ihn nicht aufgesammelt. So, Moment. Was ist dein... Ist der denn einfach weg? Vermutlich. Wieso? Nein! Kann ich das wieder... Was hast du da? Was hast du gemacht? Nee. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer? Place remove item. Mit dem Hammer. Ja. Wir können das Item nicht verkaufen, ne? Du kannst es den Hut nicht verkaufen. Ja, dann. Na, komm. Also die Steuerung ist echt so. So, da haben wir jetzt hier so. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Warte, mir steht doch was. Mir steht doch, wir müssen eins von zwei. Was haben wir denn hier jetzt gemacht? From okay. The genau, Quests. Wir sollen zwei Pedestrials kaufen. Da muss jeder zwei kaufen, oder was? Ja, anscheinend. Oder warte mal, ich kaufe noch mal einen und gucke mal, ob das... Scheiße, wo war denn der nochmal? Nee, das ist das falsche Örtchen. Da ist er. Ja! Yeah! Okay, jeder muss zwei Pedestrials kaufen. Ich kaufe nochmal einen, ob ihr das dann auch kriegt. Aber wir haben da schon zwei, also. Nee, jeder muss, glaube ich, zwei kaufen. Ja, warte doch kurz, ich kaufe mal und stell den kurz auf. Habt ihr jetzt auch gekriegt? Grün? Nee. Ja, dann muss jeder zwei kaufen. Das ist ja bescheuert. Na gut. So, und dann muss jeder auch einen Table kaufen. So,
Order poor shirts. Sell items to customers by interacting with them. Ja, gut. Schneller als der Wind ist dieses Rind. Gut. So. Wie ging das nochmal? Wir müssen... Und wir müssen noch einen großen Table wahrscheinlich kaufen, ne? Aber wo steht denn der? Den habe ich ja nur Der gesehen. Große Table steht direkt neben dem... steht auch auf dem Tisch bei dem Typen. Ah, so, und da... Wie war das nochmal? Tab, ne? Ja, dann hast du es fertig. Pur Item. Okay, auch da kann ich jetzt nur zwei kaufen, ne? Oh, nee. Zwei kann ich. Ja, sehr schön. So, ich habe pur Shirts gekauft. Konnte man das nochmal umsetzen? Nee, ne? Doch, mit dem Hammer müsstest du es wieder abbauen können. Ja, mit dem Hammer kannst du es abbauen. Sir Poshington. Oh, da ist meine Kiste. So, das Shirt. So. Set Price. Nein. Nein. Habe ich jetzt echt durch das Platzieren den Tisch kaputt gemacht? Du kriegst auch alles kaputt. Ne? Nein, ich habe den Tisch abgebaut. Was soll denn das? So, wir können ordern. Was soll man denn ordern? Water Bottle, Wooden Shoes und Pool Shirts. Ich order mal. So, ach so. Oh, ich habe gar kein Geld mehr für den anderen Scheiß. Ja, gut, okay. Dann platziert mir ihr mal eure Waren. Also, such doch einfach Mülleimer, dann kannst du doch Geld machen. Ja, ja, wenn in dem Mülleimer was drin ist. Ist immer was drin. Endlich. Ja, ich... Oh! Ich schlafe erstmal. Wieso? Weil dein Timer abläuft. Gut, dass ich nicht aufnehme. Wo läuft ein Timer ab? Wenn man schläft, kommt man in den Ladebildschirm und dann schläft man 5 Minuten. Du schläfst jetzt echt für 5 Minuten Echtzeit? Ja. Nein. Oder du Oder du schläfst jetzt... Bobby. Du, Ankat. Wie komme ich denn da raus wieder? Eventuell müssen wir alle schlafen und dann geht's schneller. Nee, warte, die läuft hoch. Die geht nicht runter, sehe ich gerade. Nee, wir haben, wir haben 5.30 Uhr morgens. Ja, wie kann ich wieder aufstehen? Escape? Nö. Space? E? Lieb E? Warte, so? Kann irgendwie die Maus bewegen, aber nicht so. Ich probiere das jetzt auch aus. Ich lege mich auch mal ins Bett. Und dann schlafen wir alle und können wieder aufstehen. Wow. Ein sehr weißes Bild. Hä? Bei mir ist der Ladebildschirm. Ich höre das. Ankat? Hm. Hast du dich jetzt hingelegt? Nee. Ich kann links und rechts laufen, aber... Ja. Ja. Läuft. Ich habe einen weißen Bildschirm mit einer gelben mit der gelben Uhrzeit, die unten läuft. Ja. Ich kann Selbstmord begehen, das ist, glaube ich, nicht so Sinn und Zweck. Ich warte jetzt noch bis 8 Uhr, wenn ich dann nicht aufwache, dann mache ich Selbstmord. Dann müsste ich ja eigentlich wieder auftauchen, oder nicht? Oder der Charakter ist dann tun müssen. Neu. Ich habe es jetzt ausprobiert. You died. Oh ja, ich wurde wiedergeboren. Okay. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was macht ihr da eigentlich? Wir sterben. Warum legt ihr euch ins Bett? Kannst du dich bewegen? Weil es dafür ein Achievement gab. Kannst du dich bewegen?
Nee, steht ineinander und habt euch verhakt. Ich sehe dein Innerstes. Ich gehe mal ganz kurz ins Main-Menü und komplett wieder rein. Wir werden, glaube ich, gerade getötet. Moment. Multiplayer. Ich habe nur gerade meine XP geholt. So, Moment. Ich join. Kill an Enemy habe ich doch gar nicht. So, ich hör auf damit. Warte doch, ich kann noch nicht wieder versuchen, mich zu bewegen. Okay, da geht nicht. Ich bezweifle, dass du... Ich joine gerade dem Uncut wieder. Ach ja, also das Shopkeep hat gerade den Early Access verlassen. Eventuell zu früh. Möglicherweise, eventuell. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, ich hänge jetzt wieder in der Server-Warteschleife. Obwohl, wir wollen es ja nicht sagen, ne? Also, ne? Wir gucken mal, ne? Du hast es schon gesagt. Ja. Eigentlich ein schönes Spiel. Ja. Wie lange nehmen wir schon auf? Seit 14 Minuten. Oh, okay. Ja. Willkommen bei Ladebildschirm-Simulator. Dieser Ladebildschirm... Was? You can? Nein, Timeout. Ja, ich muss euch einladen, das funktioniert sonst nicht. Ja, ich ja, Moment, ich muss erst, ich muss jetzt Shopkeep schließen. Warum? Ja, weil ich in diesem Ladefenster drin hänge. Achso, ich nicht, bin im Hauptmenü, mich kannst du einladen. Sie sehen nun meinen kompletten Desktop. Also wie man sieht, funktioniert das sehr gut, nämlich gar nicht. So. Ich werde ja, dann, der Multiplayer ist anscheinend noch nicht so ganz gut. Ja. Strange Fire. Cinegame. Was? Eine EE-Referenz. Ja, Establishing Connection to Server ist sehr schön. Bei mir tun sich Dinge, aber ich... Hä? Das Tutorial hat sich gerade bei mir gestartet. Warum? Ach, das ist ja witzig. Was? Wieso? Ich habe nur den Singleplayer bei... Ja, Moment. Ich melde mich gleich mal wieder. Was? Was? Also bei mir hat sich gerade das Tutorial gestartet, wo ich mit dem Uncut connecten wollte. Ja, glaube ich, weiß ich. Du kannst nicht mal spielen. Spiel Multiplayer starten. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wenn du die Einladung sendest, startet er das Spiel. Aber witzigerweise startet er das Spiel im Singleplayer-Modus. Mhm. Was total Banane ist. Ich war noch im Spiel drin. Ich war gar nicht raus aus dem Spiel. Und trotzdem hat er mir nur das Tutorial gegeben. Entschuldigung, aber das ganze Spiel ist Banane. Multiplayer Direct Connection. Da hast du keine Einladung gekriegt vom Uncut jetzt? Nein, mit Einladung funktioniert es nicht. Hä? Es hat gerade die ganze Zeit mit Einladung funktioniert. Es funktioniert gerade bei mir nicht mit Einladung. Ich hatte nicht mal eine Einladung geschickt. Wenn du schon im Spiel drin bist, meine ich. Ja. Machen wir nochmal einen Invite. In das Spiel gehen mit Multiplayer und dann die Einladung annehmen. Nicht andersrum. Ja. So, ich bin da. Vielleicht war das auch der Fehler, den wir vorhin begangen haben. Nö, das habe ich ja vorhin auch nicht so gemacht. Neben dem Foxy. Ja, aber ich bin ja auch nicht reingekommen. Ne? Ach so, okay, dann... Und nochmal eine Einladung, bitte. Ich bin plötzlich ins Main-Menü geflogen. Ja. Ich höre jemanden laufen. Ich bin wieder da. Ich kann mich bewegen.
Juhu. Sehr gut. Dann platziert mal eure Sachen, eure Orders. Meine erstmal abholen. So, dann nimm das Order, ist da noch. Wieso habe ich so eine hässliche Kiste? Wo ist meine Kiste? Das Bett ist weg. Nee, das Bett steht hier. Okay, bei mir ist das Bett nicht mehr da. Ja, ist ja ein Ding. Nimmst du auf gerade? Ich nehme jetzt wieder auf. Ja, tralalala. So. Also, ich sag sowas ja selten. Aber das ist ein scheiß Netzcode. Was soll denn der Scheiß? Das Connecten ist hier, also wir fliegen raus. Damit, ja, Early Access hätte ich kein Problem damit. Aber das ist fertig. Meine Sachen sind nicht da. Die sagen 1.0. Hast du die Kiste geöffnet? Ja, klar. Hast du die Sachen aufgenommen? Also, ich habe hier 2 Shirts gekauft. Das war mein Fehler. Ich habe nämlich nur die Shirts gekauft. So, hier ist nichts mehr. Also werde ich es wohl genommen haben. So, pass mal auf. Ich öffne mal und dann verkaufen wir jetzt mal einfach das, was wir jetzt hier liegen haben. Und dann, ja. Du verkaufst Schuhe? Ja, stand in der Quest. Ja, ich habe mir die Quest nicht durchgelesen. Ich weiß. Dieses Geschäft ist auf. Bitte kaufen Sie. Ja. Kaufen Sie. Kommt keiner. Los, kommt her, ihr Spacken. An alle Spacken hier draußen. Kommen Sie rein. Kommen Sie zu Weasleys Wizards Weasels. Ja, wir haben Scheißhemden und schlechte Schuhe und noch einen Scheiß. Okay. Sie, mein lieber Herr, Sie könnten. Ja, der kommt. Ja, Sie, mein Herr, Sie könnten gut passen. Die Leute kommen rein. Meine Sachen stehen doch noch gar nicht hier. Ja, schnell. Kaufen Sie zuerst bei mir. Dann gehe ich ins Wasser, Sie, Schuhe und was ist das hier? Irgendein Hemd. Sie, meine Dame, nicht einfach nur gucken. Just browsing, ja. Thanks, was? Nicht einfach nur gucken und gehen. Sie dürfen mich auch anfassen. Mäh. Goodbye. Hör auf, Sachen zu klauen, Ankert. Nee, ich hab nur geguckt, was ihr mit Preis habt. Aber die Preise sind alle gleich. Ich hab da nichts geändert. Sie, mein Herr, kommen Sie rein. Können Sie rausschauen. Also, hier, wie wäre es mit einer Flasche? Ich empfehle Der jeden... Der hat meine Flasche gekauft. Du hast denen das direkt in die Hand gegeben? Das geht? Ich empfehle jeden, wer das Spiel haben will, kauft es euch über irgendwelche Keyhändler für 1 Euro. Yeah! Money! We sell items. All the funds go into the vault at the management house. Go over there to withdraw your riches and handle your taxes as well. Also. Ja, gucken Sie. Hier, komm, du brauchst doch bestimmt ein neues Shirt. Das sieht doch kacke aus. Hier, das ist ein. Wie wär's mit diesem. Werb nicht die Kunden ab. Hier, ich etikettiere dich. Du bist jetzt nichts mehr wert. Hallo. Wie verkaufst du denen was? Goodbye. Ich spreche die an mit E. Ach. Das andere habe ich ja. Aber... Ach, wie geil. Im Vault kann man jetzt hier... Der Vault ist... Der Vault ist... Was heißt was heißt denn withdraw? Zurückziehen oder abheben. Bei einer Bank heißt es abheben. Aha. Ja, Sie daher. Kommen Sie bei. Treten Sie ein. Ich hätte hier was zu verkaufen für Sie. Ein olles Hemd. Wie kann ich denn jetzt meine Taxes bezahlen? Muss ich mir selber überlegen, wie hoch die sind. Nee, dahinter steht irgendwo Pay. Das ist ausgegraut. Ja, ich hab das gerade bezahlt. Vielleicht muss das nur einer bezahlen. So, gut. Hier sind mehrere Leute. Die wollen was kaufen. Ich kann jetzt meine Order placen, ne? Ich kann, was sollten wir noch bestellen? Eine Bottle Water? Und, was ist das andere? Holzschuhe, ne?
oder? Wooden Shoes. So. So. Ja, das ist doch gut hier. Der Laden läuft. Verkaufen nun nichts. Doch. Du musst auf die Leute... Nimm mal die Sachen von deinem Ding, wenn einer dran geht. Ach, guck mal, hier kannst du auch deine Texas Pain und so. Wo? Hier bei deinen Statistiken. So. Ah, ja. Ah, ja, super, super. Hier. Kommen Sie rein. Ich habe hier eine Wasserflasche für Sie. Hier, Wasserflasche, gerade eingetroffen. Direkt aus Spa. 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 Oh, irgendwer hat meine Schuhe gekauft. Spa. Hier. Spa. Jawoll! Sehr gut. Adjust Taxes. Oh, Quest, wir müssen die Steuern auf 15% ändern und dann Taxes bezahlen. Und dann den Koch durch unsere Daily Reports freischalten. Okay? So, ich hab mir noch was geordert. Tax Control. Ich muss auch erstmal neue Sachen ordern. Adjust Taxes to 15%. Ja, das wäre jetzt gerade noch nicht so eine gute Idee. So, ich habe meine, ich habe 7 Euro Text bezahlt. So, und weil die Leute total auf Schuhe abfahren, ich brauche, oh, einen Stock am Stock an einem, hier, Add Item to Order List, Wooden Shoes, nochmal Wasser und hier Pur Shirt und rote Maske. So. Jetzt kriege ich hier total. Ich werde hier der Shoppe-Keep. Keeper. Ich habe auch was geordert. So. Ich glaube, wir müssen im Day Summary ready. So. Guten Tag. Wo bleibt meine Lieferung? Ich erwarte, dass sie vom Himmel fällt. Danke. So. Guten Tag. Order erreicht. So. Hier. Ah, oh, sehr schön. Hemden. Ich habe da mal was auf dein Regal gelegt. Ach, sehr gut. Muss ich auch noch so ein Regal kaufen? Kannst du, musst du nicht. Nee, ich glaube, muss ich. Ich habe gerade gar kein Geld dafür. Hallo. Ja. Wieso habe ich denn so viele Wasserflaschen? Goodbye. Hier. So. Jo, guten Tag. Gnädiger Herr da unten. Oder Sie da mit der schlecht sitzenden Perücke. Kommen Sie rein. Ja, genau. Sie mit dem Topf-Afro-Schnitt. Topf-Afro-Schnitt? Topf-Afro-Schnitt. Wissen Sie, ich glaube... Hallo. Ich habe hier einen Stock. Kommen Sie her. Mit einem wunderschönen Stein dran. Stock. Ach, die Schuhe haben Sie ihn angetan? Oder der Regen? Ja, ist direkt, ja ein wunderschöner direkt Regen. Direkt vom Display gekauft. Hast du noch was oder soll ich was platzieren? Nee, ich hab nichts mehr. Habt ihr die Steuern schon auf 15% eingestellt? Ja, ich hab sie auf Plus. Ich hab's gerade erreicht. Oh, der hat einen Stock gekauft. Yeah! Ja, sehr schön. Kommen Sie rein, spaziert, junger Herr, mit dem komischen Hut. Sie sehen aus wie ein Anime-Figur, bloß anders. Ein Anime-Figur? Na, nicht da hinten immer kaufen, bei mir kaufen. Deine Holzschuhe wurden gekauft. Sehr gut platziert. Also ich lege noch einen Ring hin, so zack. Ah, jetzt haben wir es, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt gibt Money, Junge. So, kommen Sie rein. Schauen Sie raus. Glaube, ich glaube, das Spiel müssen wir im Livestream mal zocken. So, guten Tag. Ja, genau Sie. Ja, die Wasserflasche, die ist neu eingetroffen. Supergeiles Zeug. Extra aus... Sag mal, du Sackgesicht. Hast du gegen den Tisch getreten? Lass ihn ab, Junge. Hier, ich feg dich raus. Mach das... Ach, die schmeißen hier einfach ihren Müll auch noch rein. Was soll das?
Der da hier, they went crazy. Ja, hier, Pepe Pego. Hier, Pepe. Ja, ja, du bist ja auch so ein Pepe. Mach, dass Pepe du wegkommst. Pepe Potego. Hier, mach, dass du abhaust. Los, geh fort. Geh, geh, du Treter. Ich komm dir hinterher. So ein Pack. Kommt hier rein und tritt gegen meinen Ausstellungstisch. Unmöglich. Dem bin ich jetzt aber hinterher gejagt. Das ist ein schöner Ausstellungstisch. Gut, vielleicht ist der Scheiß ein bisschen teuer. Hat jemand meine Hose gekauft? Nö. Was? Au! Oh, Entschuldigung! Entschuldigung! Au! Meine ja. Hose bleibt nicht bei dir. Oh. Na gut, okay. Vielleicht ist das Wasser vielleicht wirklich etwas teuer. Wie geht denn das? Du musst. Nee. Ach, Control und nee, dann. Nee, STRG gedrückt halten, dann kannst du es umetikettieren. Ja. Ich hab das. Die Wasserflasche war aus Versehen irgendwie bei 15 Dollar eingepreist. Oh, es kann sein, dass ich aus Versehen eingestellt habe. Was ist denn hier die Wasserflasche jetzt? 6, ja, ist klar, das passt. Oh nee, so. Die Handschuhe sind zu teuer, scheiße. Was kosten denn die Handschuhe eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Scheiße, muss kurz gucken. Die Handschuhe kosten 87 Dollar. Dass man das, wir dass den man Preis das so mal auf 99. Ist Angebot 99 heute, 99 da. Muss man deinen Ring wieder wegnehmen? Ich kann nichts mehr da hinlegen sonst. Sie, also mein verehrter Herr, kommen Sie hoch, kommen Sie rein. Ich hab nur das Beste, nur die beste Ware. Ja, Aridas Pottage. Moment, Herr Pottage, sind Sie zufälligerweise verwandt mit dem Pepe? Der Sack hat gegen meinen Tisch getreten. Wenn Sie gegen den Tisch treten, ich jag Sie hier durch die Stadt. Schau mich an. Ja, oder kauf. Aber wehe, du trittst gegen den Tisch. Ich vermöbel dich. Ist das nicht eine tolle Wasserflasche? Ja, sehr schön. Sehr schön. So geht es. Nicht so wie Ihr Bruder, Cousin oder Tochter. So ein Sackgesicht tritt der einfach. Komm her, ja. Sie möchten einen guten Ring kaufen, einen guten Ring. Hallo. Danke, werden Sie uns bald ich wieder. Ich habe eine Hose. Die haben meine Schuhe gekauft. Hier, wissen Sie hier, ich denke, so eine Wasserflasche. Na, sehr gut, sehr gut. I can do it. Ja, wir sind hier jetzt total im Verkaufswahn. Okay, so langsam verstehe ich es auch. So, ich bezahle mal ganz kurz meine Gebühren. So, was kann ich mir denn jetzt kaufen? Tab. Clothes. Nee, hier, Rock on a Stick. Find ich toll. Ich habe 133. Ich habe eine Wasserflasche, die, das ist der laufende, das ist der Renner. Ein hässlicher Ring. Hässlicher Ring. Ja, so. Hey, Jill. Na, what's up? Na? Hast du meine Lieferung gesehen? Ne, ich auch nicht. Diese Portallieferungen, die sind ein bisschen schwerfällig, ne? Wäre aber schon schön, wenn jetzt irgendwann mal... Diese Portallieferung ist total geil, weil das Portal erinnert mich an Rick and Morty. Nur, dass es gelb ist und nicht grün. So, guten Tag. Place. So. Guten Tag. So, guten Tag. Kommen Sie rein. Ich habe hier einen Stein an einem Stab. Extra aus Mahagoni geliefert. Oh, nice. Ja. Thanks. Danke für den Kauf. Brauchen Sie noch Schultern? Her.
Wunderbar, hier aus Mahagoni. Ja, die Schuhe, die Schuhe. Du willst die Kackschuhe nicht? Pass auf, kriegst du noch einen Preisnachlass. Kriegst du einen Preisnachlass, kriegst du auf die Fresse. Kriegst du Preisnachlass, verkaufe ich dir für 40. Oder deiner Schwester. So. Ja. Hier hat einer Müll da gelassen. Ja, musst du wegfegen. Dann mach ich. Zack. Drecksbagage. Also jetzt macht's Spiel Spaß. Also mich ärgert's aber, dass es nicht zu viert geht. Ich verkaufe gerade mein Wasser auf der Straße, obwohl es regnet. Ich verkaufe mein Wasser auf der Straße. Du kannst das Wasser auf der Straße verkaufen? Du kannst doch mit den Leuten reden. Ja, die Leute. Ich kann immer nur verkaufen, wenn ich... Möchten Sie ein Wasser kaufen? Kostet heute nur 7 Taler. Ja, kommen Sie her. Hier, total geil. Ja, super stark. Kann ich eigentlich ein Regal im Regal verkaufen? Sie sehen durstig aus. Ja, super, super doll. Wie wär's mit einem Wasser? Ah, sehr schön. Wenn ihr das übrigens zu teuer verkauft, dann werden die schlecht gelaunt. Ja. Wir haben nicht so ein... Und die Wertung vom Shop geht runter. Ja, ich versuche gerade die Wertung hier hochzumachen. Ja, ich muss mal kurz den Shop schließen. Ich will neue Regale platzieren, sonst geht das nicht. Ah, okay. Ah, sehr gute Idee, weil dann kann ich meinen Tisch hier gerade mal umstellen. Hello. Warte mal kurz. Ich muss ihn mal kurz wegmachen. So. Ach ja, rote Maske, pur Shirt. Ja. Town Guard Shoulder Pads. Oh, sehr schön. Oh mein Gott, ich habe zu wenig Geld. Also ich wäre soweit, wenn ihr soweit seid. Ja. Soll ich wieder aufmachen? Ja, mach ruhig. Ja. Ich verkaufe hier auf der Straße. Ich verkaufe auf der Straße. Du Straßenverkäuferin. Ich finde es ein bisschen doof, dass jeder sein eigenes Geld kriegt und nicht, dass wir zusammen. Ja, das stimmt in der Tat. Wie könnt ihr den Preis einstellen, wenn ihr es auf der Straße verkauft? Musst du unten eingeben. In der Mitte draufklicken, wo der Preis steht. Ah, okay. So. Also du kannst hier Sachen drauflegen bei mir jetzt, ne? Ich verkaufe auf der Straße. Okay. Ich habe da die Schuhe. Sie, Herr, Sie sehen mir aus, als möchten Sie einen Ring kaufen. Nicht so teuer. Und wie mache ich jetzt den Preis? Ah, den muss ich manuell eingeben. Hallo? Wie wär's mit einem Apfel? Ja, sehr schön. Wie kannst du schon Apfel ordern? Wir sollten vielleicht nicht die nehmen, die gerade eh schon auf dem Weg zum Shop sind. Wie wär's denn mit diesen wunderschönen Schulterpolstern? Für 135. Oh, Journal? Oh ja, okay. Have a nap, talk to Jill. Wir haben einen Nap gemacht. Oh. In der Anleitung steht, have a nap. I should head to the management house and sleep for 8 hours to pass the time. Du musst 8 Stunden schlafen. Du stehst dann automatisch anscheinend nach 8 Stunden wieder auf. Mhm. Und ihr kriegt Erfahrungspunkte, wenn ihr das Journal aufmacht und dann die Sachen abhakt. Da steht Sorry, drüben, Guy. Purchase an item from an NPC. Moment, ich kann NPCs was abkaufen? Oh. Aber ich will gar nicht schlafen. Muss ich unbedingt schlafen? Keine Ahnung. Eventuell wäre es beschleunigt worden. So, Ich habe deinen Tisch ein bisschen, ich habe deinen Laden ein bisschen was draufgepackt. Kommen Sie rein, Sie da im Schwuchtelhemd. Sie können doch bestimmt irgendwas hier brauchen. Ja, kaufen Sie mal die Schulter. Ja, das ist super. Du willst nichts, Junge, was ist los mit dir? Was willst du in meinem Laden? Oh, Hisho, da geht einer zu deinem Shop. Oh, 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 oh.
Naja, das ist super geiles Und er Zeug. Kauft die Schuhe, Junge. Wieso kriege ich das Geld Frau? Nicht? Geht auf deine Bank. Ach, weil das. Ah, das muss ich auf der. Das muss ich auf der. Ah, okay. Hey, warte, ich hab noch mehr. Ah, ich muss das Geld von der Bank abholen. Ah, okay. Jill, ich muss mein Geld abholen. Du kannst auch direkt von der Bank kaufen. Ne? Also echt? Ordern. Ja, du hast einmal da rechts das Geld mit dem Beutel, einmal das rechts unten runter das Order aus der Kiste. Soll du nur mal hat denn eine... schlechte Geschäfte? Oh, du kommst mir aber sehr nah. Deine Kiste ist angekommen. Okay. Verkauf gerade noch Wasser. Ja, Wasser ist immer gut. Shorts. So, muss man jetzt auf die, muss da oben jetzt auf die Dings gleich achten. Bam. La da 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 da. Wer bist denn du? Sir Poshington? Shop Basics. Ach, es gibt auch Diebe. Blacksmith's Cooking House Alchemist. Ja, wir müssen ganz viele. Okay. Die Kisten stapeln sich. Ja, ich komme ja schon. Schossing! So. Du kannst auch gut Englisch. Wer? Schossing! 150? Nein. Amazing, thanks. Thanks, my friend, thanks. Ich verkaufe jetzt Apfel. Apfel für 3. Okay, das ist auch... Sehen wir zwar eher aus wie eine Tomate, aber ist okay. Mhm. Ja, gut. Wir sind aber voll. Wir bräuchten Shop Appeal irgendwie noch, ne? Ja. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Sachen, die wir hier... Na, Monika, hey, wie geht's dir? Hallo, Bruder. Ja. Ein bisschen Water, ne? Water ist immer gut. Ich glaube, Wasser kann ich einen Dollar teurer machen. Ihr habt ja auch gesehen, dass ihr eure Tax höher stellen könnt. Da gibt es bestimmte Zahlen schon drunter, da könnt ihr das höher stellen, ne? Ich habe zum Beispiel die Sachen auf 17% schon mittlerweile. Nein! Boah, das ist echt ein bisschen fies, wenn du irgendwas umstellst und du hast dann den Preisetikettierer in der Hand. Ja. Und er macht dann alle Sachen teurer. Los, Jack Tyler, du kannst die Axt da gebrauchen. Nee, du brauchst Wasser, okay. Warum ist der Müll? Du Arsch, nimm deinen Müll mit, Junge! Das. Kann man hier keine Mülleimer kaufen? So, Town. Noch nicht zumindest. So, wir müssen irgendwie noch mehr. Guten Tag, kommen Sie rein marschiert. Hier, schönes Hemd. Ja, ja, nee, was wollen Sie? Wasser, ne? Wasser. Wasser in der ganzen Stadt gibt's kein. Der hat hier geklaut. Was mache ich jetzt? Hau ihn! Ich weiß nicht, ob das die richtige. Der hier, der Sache Opa ist. War das. Ja. Wir haben beide. Oh, jetzt mögen die uns nicht. Wir haben, glaube ich, irgendwie was falsch gemacht. Ja, vielleicht, weil wir Leute. Achso, ja, ja, der hat die nämlich fallen gelassen und wir haben ihn weiter verprügelt. Achso, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe das auch jetzt eben erst gesehen. Aber wir können hier nochmal. Wir haben hier Shop-Management. Können wir unser Dings. Die Planks können wir. Wir können die Planks ändern. Was? Die Blanken? Ja, gut. Guten Tag, kommen Sie her, kommen Sie rein. Wir verprügeln nicht jeden, nur Diebe. Ich gehe mal ganz kurz lesen, was man machen muss, wenn man Diebe hat. Hier.
Caesar stealing my stuff. Grab a weapon and wax them if you see them stealing. Don't forget to equip it in your inventory. Also wir sollen wirklich mit der dann draufhauen. Okay, und wo kriege ich eine Axt her? So, okay. Day summary ready. Der klaut! Wer? Der hier, der wegläuft. Der Jack. Er hat zwei gelassen. Ja, du hast aber den anderen auch gehauen. Macht nix, ich hab's hier für dich. Ich pack's wieder hin. Remove, fix. So, manchmal ist das aber ein bisschen fickeli, ne? So, da muss man gucken, dass man so richtig steht. Was hatte der denn gestohlen? Handschuhe. Ah, die stehlen den ganzen guten Scheiß, stehlen die. Du siehst ja, wenn sie wegrennen. Das stimmt. So, zweimal pur Shirts. Sie, mein verehrter Herr, ich etikettiere Sie, wenn Sie was klauen. Da kommen Sie rein, schauen Sie raus. Ja, sehr schön. Mein Vater Eduard hat was Neues für uns. Sehr schön. Oder wir sind fertig? Nee, hä? Was? Wieso ist denn... Ja, supi! So, das ist wieder dasselbe. Okay. Ja, super. Dreckspatz. Wir haben den Koch unlocked. Also ich zumindest. Ich denke ihr auch, oder? Du schon? Wie geht denn das? Wie ist das gemacht? Ich muss noch einmal was verkaufen und dann muss ich noch den Pax oder Paypax zu 250 machen. Wie kommt man denn in den Daily Report, Jay? Hier. Hallo? Oh. Hier am Brett. Ach, da. Nothing seems different. Ah, da. Ah, okay. Unlock Cook. Gedrückt halten. Ja, wir können jetzt... Ah, okay. Tja. Town Cook upgraded. Okay, der Hijo. Das ist meins. So. Hier klaut einer. Oh, er hat's fallen gelassen. Du brauchst ihn nur einmal anhitten. Dann lässt das fallen. Der hat deine Handschuhe geklaut. Ich pack die mal wieder hin. Das geht so nicht. Du siehst ja, wenn sie wegrennen. Das ist total geil. Also wir können jetzt den Kochladen kaufen, oder was? Im Kochladen kannst du irgendwie Consumables herstellen, wie Fleisch und so weiter. Ah. So, Tax Control, Pay Tax. Wie habe ich denn jetzt? Ich habe 34 von 250 Tax bezahlt. Faser Eduard, was hast du für eine Quest? Under the Table. Ja, okay. Man kann diese Quest mehrfach annehmen. Ja. Läuft doch. So, mich würde aber interessieren, wie wir jetzt nach draußen gehen können und so weiter. Ich suche mal kurz den Koch. Der ist in der Stadt. Das können wir, wenn wir so und so viel Texas bezahlt haben. Ich mach mal kurz den Laden zu. Ja. Hier ist der Koch. Ah, let's make some food. Dialog, okay, Info. Morgan Bellen Bolton. So, let's make some food. Bread. Wo seid ihr? Ich bin beim Koch. Ingredients. Okay, der Koch braucht eine Milchflasche und Weizen. Aber ich habe ja gar keine. Dreh dich mal um. Oh. So. Milch. Weizen. Oh. Ich brauche Geld zum Kauf.
Ja, das sind diese komischen okay. Strohhalme, die auf dem Tisch liegen. Ich muss gerade erstmal. So, M-Vault. Kannst du mir mal ganz kurz mein Geld geben? Danke. So, ich muss Brot herstellen. Super wichtig. Nee, du brauchst zweimal Weizen. Ja, ich hatte kein Geld mehr, um mir Weizen zu kaufen. So. Okay, let's make some food. Wie mache ich jetzt Essen? Du musst links einklicken, let's make some food, dann auf Brot und klicken. Dann? Und dann auf Craft klicken, aber auf da, wo die Schrift steht. Dann fängt er an, das zu werken. Ich sehe dann euren Fortschritt, das war witzig. Ja, und dann kann ich Take nehmen. So, jetzt habe ich ein Brötchen. So. Okay. Und jetzt kann ich Brot verkaufen? Brot. Okay. Hier, Gertrude. Guck mal, ich habe Brot. Willst du das mir für 45 abkaufen? Danke, Gertrude. Ja, hier, das ist ja 1, 2, 3, 4. Das ist ja super toll. So, dann machen wir 2 Brote und... Also wenn es läuft, läuft's irgendwie. 2 machst du gerade. Mach 10. Du machst 10. Mhm. Ah, du Brotverkäuferin, du willst es wissen. Ja, ja. So. Kannst du für 55 ich hatte das verkaufen? Geld halt. Ich hab das Geld auch. Hier, wie sieht's aus? Ja, ja, hier Brot, ne? Hier, Brot ist total wichtig für die tägliche Ernährung. Danke. Hier, wollen Sie auch Brot kaufen, Herr Protégé? 45. Du hast ja auch gerade ein Quest, dass du 10-mal Brot machen musst. Ach so. Echt? Wo siehst du denn die Quests? Du kannst dir noch eins holen. Von wem denn? Hä? Das habe ich so gekriegt, meine ich. Nee, ich habe da keinen Quest. Ich habe Sell Items to Customers bei Interact. Dann geht mal. Ich war bei Fahrer. Management-Gedönsrat. Da steht einer drin. Ja. Und der, Der Sir... Irgendwas? Washington. Genau. Und der hat auch noch einen Quest. Wo steht das? Ja, gut. Okay. Sir Pushington, ich komme. Ich brauche einen Quest. Der hat bei mir keine Quests. Der hatte bei mir einen und die habe ich angenommen. I'm back with more gold. Shop Basics, Customers... Bleib stehen. Hast du schon deine 250 abbezahlt? Mhm. Ah, deswegen. Ach, ihr doch nicht? Nee. Ich hab schon 473 bezahlt. Habt ihr hier drauf geklickt? Wo drauf? Hier. Links auf der Seite. Und okay. Da könnt ihr Pay Tax machen und dann könnt ihr die komplett bezahlen. Ich habe kein Geld mehr. Halten. Gedrückt halten. Ach hier, Paytax. Also mein M-Vault enthält nicht genügend. Ich muss das wieder einzahlen. Ja, okay. M-Vault, Deposit. Ich habe kein Geld, wir müssen den Laden wieder aufmachen. So. So, und jetzt Paytax. Ja, sehr schön. Ah, gut, okay. Gut. Und jetzt? Nö, jetzt hat er immer noch keinen Quest für mich. Merkwürdig. Ah, nö. Hä? Ich habe aber 106 jetzt erst bezahlt an Tags. Wieso denn? Du musst mal gucken. Du kannst da unten einstellen, wie weit du das hochpacken kannst. Wo denn? Bei Jill? Wenn du bei den Typen in die Bank gehst, direkt. Diese
So, Moment, dann verkaufe ich hier eher erstmal. Hä, jetzt habe ich wieder 515. Was ist denn? Irgendwie spackt das Spiel gerade. Ich hatte gerade kein Geld mehr in der Vault. Jetzt habe ich wieder 515 drin. Muss ich das Ach, verstehen? Die Vault teilen wir uns, glaube ich. Echt? Kann das sein? Ach, das ist ja. Hast du gerade Geld reingepackt oder was? Ich habe gerade Text. Ja, ich habe gerade. Ich hatte eben kurz alles Geld rausgeholt und habe jetzt wieder alles Geld reingesteckt. Ja, stimmt. Wir teilen uns die, wenn was verkauft wird. So. Ugly Ring. Und Stick. So, ich habe nochmal eine Order gesendet. Es ist ein bisschen doof, dass manche Sachen teilt man sich, manche nicht. Oh, what's happening tomorrow? Customers will forget some of the bad things you did reducing hate. Tomorrow between 8 a.m. and 6 p.m. a secret inspection will come. Steht hier auf der, also es kommt ein geheimer Inspektor in unseren Laden. Wir können ja machen. Ist sauber. Da kommt der Oberinspektor Hisho. Ah, sehr schön. Hä? Ich habe das Gefühl, jemand läuft hinter mir her. Ich leg mal was auf deinen Tisch da. Ne? Ja, kommen Sie rein. Meine Tische mitbenutzen. Meine Küche vor allem. Kommen Sie rein. Ist schön hier. Ne? Das ist ein guter Deal. Ne, das sage ich auch immer. Du Blödsau, du machst einfach hier dreckig. Weißt du, den Müll da hinschmeißen und dann rummeckern, ne? Na, die hat ja gesagt, ach, das ist aber schön. Der Maggie. Sieh da, junger Herr, mit dem Iro. Kommen Sie rein. Haben Sie ein Alkoholproblem? Ihre Nase ist zu rot. Indiskrete Fragen. Ja. Ah, das ist doch schön. Ich habe Water delivered. Wie Water deliver ich denn? Musst du wahrscheinlich Wasser trinken. Wo bist du denn? Deliver ist liefern. Ja, dann musst du die Wasserlieferung holen. Wohin? So. Ja, was weiß ich wohin? Ja, dann. Du hilfst mir nicht. So. Ich kenne das Spiel nicht. Frag die Entwickler. Schreib eine E-Mail. Dann tu doch nicht so. Schreib, hello, Mr. Wer hat das Spiel gemacht? Entwickler. Ja, hello, Mr. Entwickler. Can you help me? I have problems. This game sucks. Congratulations. Ich habe den Blacksmith Level 1 unlocked. Ja, ich habe den Schmied freigeschaltet. Eigentlich will ich einfach nur meine Text bezahlen, aber irgendwie lässt mich das Spiel. Ich muss immer nur ganz wenig bezahlen. Mhm. Kommen Sie rein hier, ich habe was für Sie. Ganz frisch eingetroffen aus dem Lande LMA. Pocahontas. Man kann halt nur Texas bezahlen für etwas, was man auch ausgibt, weißt du? Aha. Was man auch verkauft, meine ich. Na dann, ja, aber ich würde sagen, ist ja fast eine Stunde rum, ne? Ja, aber jetzt macht's gerade Spaß. Ah, okay. Ich renne hier rum und verkaufe Brot und Wasser. Du nimmst uns die ganzen Kunden weg. Versuch die zu nehmen, die nicht gerade auf dem Weg sind. Außerdem glaube ich nicht, dass das Spiel so funktioniert. Ja, unlock the cook. Unlock the blacksmith. Craft an item. Receive a crafted item. Kill an enemy. Hä? Hab ich doch noch gar nicht. Nee, können wir ja. Ach so, ja, hatte ich auch irgendwie unlocked. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Complete a daily quest. Ach, es gibt daily quests. Das ist ja schön. Ja, also, wenn es läuft, muss ich sagen, hat das Spiel eigentlich ein paar interessante Features, die mir irgendwie gefallen. Der Blacksmith heißt übrigens Dirty Slim. Sehr schön.
Man kann hier übrigens auch raus und noch Sachen, Spider-Hand zum Beispiel. Und ach, echt? Wo? Jetzt gerade noch nicht, aber... Ah, okay. Ja, lass uns das einfach mal im Livestream zocken. Das ist ja nur ein Geschmackstest oder angezockt. Ja, also bis jetzt, also ich bin mal gespannt, was das Spiel noch alles bietet. Darf ich euch kurz noch was zeigen? Was denn? Wo bist du? Komm wieder. Wo ist der Shop? Bin auf dem Weg, gut, dass ich sehr schnell bin. Wow. Du hast ein Schwert! Schau jetzt mal besser nicht. Weil die Pseudonyme das Zeug so an Mann bringt, ohne Shop, hat die auch schon die Pax bezahlt. Oder Tax. Ja. Nee, den Blacksmith hat wer anderes freigeschaltet. Nee, ich hab den freigeschaltet. Mir nur dann das Schwert gekauft. Wie süß die Äpfel hier stehen. Das sieht sehr schön aus. Sieht ein bisschen gefährlich aus, so Schneewittchenmäßig. Wie konnte man denn nochmal hier Business... Ah, guck mal hier, Delivery. Reduce Delivery Time. Ja, wenn du Tab drückst und dann oben, wo Order Scrolls steht, auf die Pfeile gehst. Da kannst du dann auch, kommst du auf Skills und da sind dann nochmal Pfeile. Ja, und da kannst du dir dann halt was irgendwie so grün leuchtet, das kannst du irgendwie nur nehmen. Aber ich weiß nicht. Super! Ich habe jetzt die Preisliste freigeschaltet. Dann kann man aus dem Managementhaus die Preise für alle Waren schnell ändern. Ich gucke mir das gerade noch mal an. Das interessiert mich nämlich. So, wo ist jetzt die Preisliste? Order for Hisho, ja, das stimmt. Und wo ist jetzt die Preisliste? Wo kann ich das jetzt machen? Shopper Management steht hier vielleicht. Wo? Hier. Shopper Manager. Prices. Ja. Wie cool, habe ich freigeschaltet. Geil. Aber das ist ein bisschen klein. Das stimmt. Aber du kannst das User-Interface größer machen. Da kannst du auch die Text-Control, da kannst du alles einstellen. Das ist wiederum... Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Das finde ich cool. Aber Text-Controls, haben wir das nicht schon eingestellt dafür? Naja. Du bist wieder auf 5 hier. Da möchte ich dir verkaufen für 70. So. So. Also, summa summarum muss ich sagen, ich finde das Spiel ganz gut. Ich auch. Also jetzt, wo es so läuft, dann... Jetzt, wo es so läuft, die Frage ist bloß, warum es halt nicht mit... mit einem zusätzlichen Spieler, warum es da diese Probleme gibt. Aber ansonsten schönes Spiel. Oh. Hier. Kaufen Sie diesen Zauberstab. Von Zauberstäbchen. Von Weasley. So. Von ja. Zauberstäbchen. Ey, hier ist es doch Bob Ross hier, Alter. Guck mal, hier ist Bob Ross. Bob Ross. Der Vater hat übrigens jedes Mal dieselben. Ja, wollen Sie vielleicht einen Pinsel kaufen? Nee, der geht wieder. Du hast einen Pinsel? Jetzt kommt er wieder. Der kommt wieder. Hallo. Da, kauf eine Axt. Kauf eine Axt. Sehr, sehr gut. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt, Dealer. Ja, weil du alles auf der Straße vertickst, ne? Ach ja. Ja, sehr schön. Ja. Also ich würde sagen, das hat definitiv irgendwie Streaming-Potenzial. Habe ich auch Bock drauf. Singleplayer muss ich mal gucken. Also ich glaube, so Einzelspieler würde ich das, glaube ich, auch gerne mal ein bisschen spielen, so, um so Mechanik ein bisschen kennenzulernen. Also wenn es läuft, läuft es irgendwie auch flüssig. Es gibt diesen Fehler mit dem Bett. Meine Vermutung ist, wir hätten 8 Stunden einfach nur da drin schlafen müssen und würden dann automatisch aufwachen. Ich bin aufwachen. Der Meinung, ich wäre über 8 gewesen, aber... Man weiß es nicht. Vielleicht hätte auch jeder schlafen müssen und dann wäre die Zeit direkt um gewesen oder so. Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Mach mal zu. Tschüss. Sorry, tschüss. Ciao. Ach nee, so, wir werden jetzt die Folge, ne? Oder ja. die Folge. Das angezockt.
Ja. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ja. Hat Spaß gemacht. Wir werden das auf jeden Fall im Livestream wiederholen, ne? Ja. Sure. Ein klein wenig Shoppe keepen. Ja. Jo. Dann. Aber das Springen sieht immer noch doof aus. Spring mal mit Besen. Ich bin der Besenmann. Aua. So, genug jetzt. Alter, heftig. So, genug jetzt. In diesem Sinn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.